Kratos 66. Es ist Kratos 66 Woche, Jungs. Deswegen mit ihm zusammen hier. Oh, ich muss nicht rüber und krieg die Katzen. Vielen Dank. Honeyflower Sea Serpent. Sea Serpent ziemlich lecker. Peewees nicht. Obwohl, Peewees kann ich auf 4 splitten. Brauche ich dann Magic Damage? Brauche ich definitiv. Brauche ich die Honeyflower dann, wenn ich Sea Serpent habe? Nein, dann gehe ich die Bank. Dann machen wir die Katze doch hier hin. 1, 2, 3. 2 Worker. Und dann gehen wir diesmal nicht greedy und geben ihr diesmal direkt 3 Stacks. Obwohl 3 Stacks schaffe ich gar nicht, ne? Auf 90 Gold. Obwohl, wenn ihr die Snail schickt und ich eine Dragon Turtle schaffe, komme ich auf 9. Komme ich direkt auf 3 Stacks. Aber wenn ihr eine Snail schickt, muss ich keine 3 Stacks auf der Katze geben, weil ich dann keinen Cent bekommen werde. Da kann ich dann lieber einen Worker gehen. Also Double Snail, die gehe ich mit nur einem Stack. Das weiß ich jetzt. Gut. Man lernt ja nie aus. Wir haben wieder Guardian Angel Overwork und Investment. Das heißt, wir rollen dies. Ich schreib's mal auf. Reroll auf 11. So, da ist die Snail, da gehen wir den Worker. Und schicken auf Holen eine Dragon Turtle. Obwohl, ich schaff glaube ich, ich muss nicht mal schicken, ne? Nee, ich muss ja nicht schicken, weil ich genug Income habe. Oder? Doch, 28, komm auf 30. Perfekt. Noch ein Stack. So. Und dann kann ich jetzt auf 3 saven, weil er den Gral gegangen ist. Eventuell geht er jetzt für die Hydra. Wenn er für die Hydra geht, kriege ich ihn auf 3 mit einer Brute komplett geleakt. Egal, was er baut. Er sei denn, er weiß das mit dem Wald schon. Dann hält er das natürlich. Aber ich denke mal einfach, dass er jetzt Polywalks oder sowas setzen wird. Irgendwas, was Medium Range ist. Da ist der Exec und hat einen Peewee geboostet. Das heißt, er hat 5 Gold gewastet, musste 30 Gold ausgeben. Das ist exakt 2 Polywalks. Und das heißt, er liegt mit einer Brute. Und auf mich schickt ja Gelb. Gelb hat 5 Worker. Und vielleicht schaffe ich sogar noch eine Snail, weil eine Snail wäre ziemlich lustig. 1, 2, 3. Voll gestackte Katze. Gehen wir nach der Wave einfach eine Sea Serpent, können also noch einen Worker gehen. Und ich schaffe keine Snail. Ich bräuchte jetzt noch 20 Sekunden. Nee. Bleibt bei der Brute. Ich hoffe, die Brute klatscht einfach das Exit kaputt. Die läuft ja auch hinten. Die Peewees müssen erst die Frogos wegknallen. Die Brute ist auch natural. 4 Peewees, alle geboostet. Reicht meiner Meinung nach nicht aus. Nee. Ich glaube, die Brute klatscht das Ding weg. Noch 2 Angriffe. Bam, Junge. Easy. Squashed Egg Boy. So, er hat mir jetzt nicht geschickt. Das heißt, ich muss die Sea Serpent geben. Kann ihm aber auf 5 mit Double Dragon Turtle schon wieder zum Leaken bringen. Da geben wir jetzt hier die Sea Serpent. Gehen wir auf der Seite hier. Und splitten mit einem Peewee. So. Aus dem Grund, weil, wenn jetzt eine Brute kommt, wird die nach rechts laufen zum Peewee und nicht zur Katze. Und dann kann die Katze und die Sea Serpent von links die Wave so auffressen. Und wenn er saved seid? Wann saved er denn? Hat auf 1 die Snare geschickt, danach nichts mehr. Ja, gut. 80er Cent aus der Dino. Da sehen wir es, der rennt nach rechts. Und das mit der Katze hat nicht so ganz geklappt, aber die Katze tankt jetzt halt nur die halbe Wave. Und jetzt die ganze. Schade. Schafft die Katze den Dino, bevor sie stirbt? Dankeschön.
Und jetzt two-shottet sie die ganzen Frogos, deswegen, also die Frogos sage ich schon, die Chickens. Deswegen kann ich hier noch einen Worker gehen. Ah, oh, sehr gut. Ah, oh, Sea Serpent hasst mich, ne? Und wir gehen jetzt hier für die Double D-Turtle. Ganz ein bisschen langsamer klären, ich würde die Dragon Turtle gerne noch vor dem Income schaffen. Dankeschön. Extra Wünsche. So, gehen jetzt in Veteran, den boosten wir nicht, weil er sonst den Fokus nicht kriegt. Gehen dann hier noch ein Peewee, oder? Nee, gehen wir nicht, weil wir gleich einen Deep Collar haben wollen. Mit dem Cent auf 5 rechnet eigentlich niemand. Ich schicke auf Holen. Und Holen hat auch ein gutes Rating, ne? Ach, der ist auch gut dabei. Noch eine schnelle schaffe ich nicht. 60er Resent, gut, dass ich ein Veteran gegangen bin. Jetzt tankt der Veteran den King und zwei Scorpions, sehr gut. Dann haben wir wieder, können wir wieder in den Worker gehen. Und die Dragon Turtles werden nicht gefokust, was ziemlich geil ist. Und er hat zwei Peewees geboostet. Hat er Peewees verkauft? Tatsache. Für Worker wahrscheinlich, ne? Aber er liegt deswegen. Wir gehen jetzt für den Vierfach-Split und setzen deswegen hinten einen Sea Serpent. Tatsache, da liegt die Double Dragon Turtle. Hihi. Niemand rechnet mit der Double Dragon Turtle auf 5. Sag ich ja nur. Ich könnte jetzt 60 resenden und würde dann dadurch einen Deep Caller schaffen. Oder? 60 gibt mir 18 Income. 106 plus 42 plus 16. 164. Nee, reicht nicht. Nee, hätte nicht gereicht. So, dann gehen wir. Entweder noch eine Katze, aber die Katzen werden halt schlechter, ne? Dann gehen wir. Hier eine Sea Serpent. Und. Hier noch ein Peewee. Nee, ja doch, hier noch eine Katze. Wird es doch zur Katze. Und dann schaffen wir auf der nächsten Wave den Dragon. 80er Resend, paar Lizards, aber die müssten jetzt beide von den Sea Serpents. Er geht für noch mehr Natural Armor, das ist sehr geil. Fokus bei mir natürlich wieder absoluter Garbage. Aber es ist die Serpent Tanks, deswegen passt das. So, gehen wir noch einen Worker. Und. Oh, er braucht richtig lange. Das ist gut, das ist gut. Ah, ich schaffe den Dragon leider nicht vor dem Income. Das ist belastend. So, jetzt haben wir 140. Da würde ich jetzt einfach sagen: gehe ich hier. Ein Stack. Auf wie viel Value bin ich dann? Ja, oder? Ich greete jetzt einfach mal für die 10 Worker. Schicke mir jetzt den Drachen. Und hoffe, dass er mich auf der 7 respektet und mir nicht irgendwie einen sneaky 120er Cent schickt. Dann schaffen wir nämlich nächste Wave einen Deep Coiler. King Upgrades. Wunderbar. Er ist ein Wild schon gegangen. Zwei sogar. Okay. Aber die sind ziemlich schnell weg. Und auf der nächsten Wave können wir Lizards gehen, weil wir Magic Damage haben und die Dingens, die Wild Shrooms weg haben wollen. Oh, das ist noch ein Gral, gar nicht gesehen. Genau, macht man die Hydra weg. Obwohl, der Wild Shroom macht mehr Damage, ne? Aber er liegt das trotzdem. Er liegt das so oder so. Oh, good job. Ja, ist die Hydra erstmal gesmashed worden, ist das Game quasi over. Schaffe ich nochmal, schaffe ich dreifach Lizard? Ein 100% schaffe ich definitiv, weil ich ja 10 Worker habe, ne? Und sie gelebt haben, deswegen geht die Wave um die 100 Sekunden. Und der Drache hat halt richtig viel Gold gegeben. Ich
komme sogar auf 280. Das wäre rein theoretisch eine Bank. Ach, weißt du was? Warum gehen wir nicht einfach eine Bank? Die wollen wir... Wenn ich die hier... Eigentlich hier hin, ne? Ja, setz mal hier hin. So. Weil er ja kleinere Sense gemacht hat. Und schaffe ich sogar nochmal einen Lizard, ne? Geil. Dreifach Lizard. Ich könnte auch Double Snail schicken. Aber... Da ist mir der Pierce Damage von Elisa, weil er hat ja nur Impact Damage. Und die Wave 8 ist ja schon Swift, macht Magic Damage gegen die Hydra ziemlich gut. Und der Pierce Damage ist gegen die Wildshrooms nochmal ziemlich krass. 100er Cent. King Upgrades. Dann gehe ich jetzt Worker, weil mit der Bank habe ich das ziemlich safe. Da bin ich mir sehr sicher. Er schafft 100 pro Wave, aber er liegt jetzt nochmal. Und er liegt seinen auch, oder? So, Wave 9 ist dann wieder Pierce und ist gut gegen Impact. Zehn und 11 wären jetzt die Optionen, wobei 10 natürlich mit dem Impact Damage wiederum nicht so gut wäre. Jetzt gehen wir auf 10. Das scheißt, dass ich eventuell Double Drake schaffen könnte. So, ich komme auf 200 Gold. Das wäre ein Antler oder ein Deep Coiler. Aber ich habe Angst vor Wave 10, deswegen gehe ich den Deep Coiler. Und den packen wir auf die rechte Seite, weil wir der Katze hier die Stacks nicht wegnehmen wollen, also die Last Hits nicht wegnehmen wollen. Und wenn ich Doppeldrache schaffe, schaffe ich allein durchs Income schon den Deep Coiler. Deswegen würde ich dann jetzt einfach drei Worker gehen, auf 15 hoch und dann Double Drake schicken. Hunderter Hermit. Gut, dass wir in den Deep Coiler gegangen sind. Das sind dann vier Worker. Und der Hermit muss ja erstmal die Katze da töten, deswegen hatte ich sie so da hinten genug Zeit. Drache. Wie viel Cent hat er bekommen? 200. Das ist mächtig. Aber er hat einen Great Boar, deswegen muss das eigentlich fein sein. Meine Bank hat das, oder? Wäre jetzt noch eine Safety Mode dabei? Easy. Und ich liege, oder was? Ne, ich brauche einfach nur Jahre, ne? Der Reflection Damage ist halt richtig schlecht auf 9. Bank ist auf 9 kein Grund, Undervalue zu gehen. Aber ich bin sogar Overvalue. Wird das der Pro League? Das wird der Pro League. Ich könnte jetzt statt einem Drachen. Ich muss den Cannon hier geben, weil sonst schaffe ich den Deep Collar nicht. Nee, kein Worker. Oh mein Gott, war das knapp. So, Deep Caller. Jetzt sind wir auf 1305. Wir haben zweimal Deep Caller. Wenn ich jetzt die 10 nicht halte, dann bin ich richtig traurig. Ich könnte den auch noch boosten, aber mir fehlt ein Gold. Lul. Warum kann ich das nicht pingen? Ich würde das gerne pingen, dass mir ein Gold fehlt für... Geht nicht. Stim, Peg, ein Gold missing. Und dann gehen wir nochmal Lizard. 140er Resend? Nee, King Upgrades. Das heißt, ich kann jetzt nochmal 3 Worker gehen. Wobei, das macht man auf Wave 10 macht man das nicht, weil, aus folgendem Grund, wenn der... Oh mein Gott, Firelord mit Guardian Angel ist, glaube ich, richtig gut, ne? Und der killt sich einfach selber. 1, 2, 3. 51% liegt, da kommt Drache alle durch. Kenny kommt auch durch. Der hat 1400 Leben, er liegt auch. Aber das müsste okay sein. Er hat das auf jeden Fall nicht, was er da geleakt hat. Hab ich das? Der reflektiert ziemlich viel Schaden, weil er so viel Damage macht, ne? Ja, easy.
Lass mal auf 12 gehen. Overwork. Overwork und 12. So, dann gehe ich jetzt für den Firelord hier wegen dem Magic Damage. Obwohl, der kann sogar noch ein bisschen mittanken, ne? Stelle ich ihn hier. So. So, Wave 11 sind wir jetzt beide leicht undervalue. Die können Overwork gehen und schicken uns auf 11, aber weil unser King noch Full Life ist und wir noch relativ viel Value haben, eigentlich, müsste der Send die auf 12 ziemlich vernichten. Ich schicke einfach einen Kraken, easy. Ich habe nur 28 Worker, warum? Oh. 12 bin ich gut, gehe ich noch 2 Worker. 120er King Upgrades. Entweder geben wir den GK, Ghost Knight, weil er hat kein Magic, kein Spell Damage hat, sondern nur Wildschirms und sowas. Oder wir schicken den Kraken, einfach weil es Kraken ist. Aber ich glaube, ich schick den Ghost Knight und Drachen. Ich muss für ihn kämpfen gehen, deswegen Ghost Knight, Drache. Ghost Knight einerseits, weil er nur Impact und Magic Damage hat, der Pierce Damage vom Leviathan, ja, sei dahingestellt, 350. Gehen wir hier eine Bank? Ja, lenken den Fokus ein bisschen zur linken Seite rüber. Und gehen noch einen Walker. Und dann schaffe ich noch einen Hermit. Hermit aus dem Grund, weil ich weiß, dass er leaken wird. Und ich möchte, dass die Einheiten, wenn sie unten stehen... Ah ne, ich habe ja nur 12 Worker, ne? Deswegen schaffe ich den Hermit nicht. Machen wir das so. 420, 300, das ist gut. Und der Ghost Knight tankt ja einfach richtig gut rein. Und die Mantises haben in der Zeit richtig gut Zeit, Damage zu machen. Ist halt jetzt erst gestorben, der Ghost Knight. Das ist eine Bank, aber gegen so viele Einheiten hat die halt auch keine Chance, ne? Hat er Guardian Angel Samurai? Ja, er hat Guardian Angel Samurai, so das ist ziemlich broken, wie ihr seht. Der kommt nämlich jetzt zweimal, obwohl er da ist. Also es ist nur eine Einheit, du gibst ja Guardian Angel und die wird halt zweimal wiedergeboren. Richtig gut. Das müsste GG sein. Er hat einen Hermit, richtig gut. Good job. Und der Pack Leader. 12 wird unterschätzt, häufig. Hat unser King einmal Regeneration? Nee. Ja, das ist GG. Victory. Gutes Game. Hat mich gefreut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.